Ich begrüße euch zur Monatslegung und zwar für das Element Erde, das heißt für die Sternzeichen Steinbock, Stier und Jungfrau. Das Ganze gestaltet sich derart, es gibt drei Überschriftskarten und zwar hier aus dem Krafttier Deck von Thomas Raschke, dann eine Karte aus dem Orakel der aufgestiegenen Meister und eine Karte aus dem Orakeldeck der Einhörner. Natürlich ist auch dieses hier heute wieder eine allgemeine Legung, das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Was nicht ungewöhnlich ist, wenn es allgemeine Legungen sind, das heißt, für so viele Menschen, die da zuschauen, kann es nicht ganz genau auf jeden zutreffen. Aber ich denke, jeder weiß, dass er im Grunde genommen immer etwas für sich rausziehen kann, wenn er sich die Deutung genau anhört und da direkt reingeht. Also da müsst ihr so ein bisschen Feingefühl entwickeln, um zu erkennen, das ist jetzt für mich heute bestimmt, für den Monat Juli oder auch nicht. Auch solche Tage wird es geben, dass man mit einer Legung überhaupt nicht in Resonanz gehen kann. Dafür sind es eben, wie gesagt, allgemeine Legungen. Die Zeit des Mischens nutze ich jetzt auch noch, um mich natürlich bei euch allen ganz herzlich zu bedanken. Für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden netten Kommentar und natürlich auch fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt. Und ich danke auch all denen, die mir doch ab und an schon mal eine kleine Spende zukommen lassen und somit meine Arbeit bzw. auch die Anschaffung neuer Kartendecks damit unterstützen. Ganz, ganz lieben Dank für jede Art eurer Anerkennung. Ja, und das Ganze wird jetzt noch praktisch unterstützt. Ich mache eine Pyramidenlegung mit dem Fairy Lenemont. Und zum Schluss gibt es noch eine oder mehrere, muss man sehen, wie es sich ergibt, Karten aus dem Engeltarot. Und dann wird man sehen, was uns der Juli bereithält für das Element Erde, wie gesagt, Steinbock, Stier und Jungfrau. So, hier warte ich jetzt auf eine Überschriftskarte und dann geht das Ganze auch schon los. Und da haben wir sie schon. Oh, da haben wir sogar zwei. Na gut, ich lege die auch hin und komme gleich zur Interpretation. Wir beginnen aber hier mit der Überschriftskarte. Wow, da haben wir die Biene. Die Biene ist fleißig, hier mit der Überschrift Ehrgeiz. Also, nimm deine Pläne in Angriff. Sei ehrgeizig, sie zu verwirklichen, sie umzusetzen. Die Biene möchte Ihnen sagen, eine Schicksalswende kommt jetzt von ganz allein. Sie müssen nicht alles erarbeiten. Jetzt fällt Ihnen einmal von alleine etwas in den Schoß. Na, das sind ja tolle Aussichten. Das heißt, ihr müsst hier gar nicht euch groß einbringen. Das Universum hat hier das eine oder andere Wunderbare für euch bereit. Ja, das ist interessant, weil diese Karte hatten auch die Elemente des Feuers. Reinige und schütze deine Energie. Das heißt, reinige und schütze, das heißt mit anderen Worten, befreie dich von Dingen, die dich und deine Energie stoppen, die dich im Grunde genommen hindern, deinen Weg zu gehen. Das heißt, es geht da
auch um Personen, um Dinge, die euch hindern. Denn deine Energie ist ja im Grunde genommen, beinhaltet ganz viel. Das heißt also, reinigen und schützen der Energie bedeutet nicht nur, dein Inneres in irgendeiner Form zu schützen, sondern dich auch von außen von Dingen befreien, die dich hindern, hier deinen Ehrgeiz weiter zu verfolgen, deinen Weg weiter zu verfolgen. Deshalb ist es wichtig, reinige und schütze deine Energie. Und hier haben wir noch eine fantastische Zusatzkarte dazu aus dem Einhorn-Orakeldeck, nämlich den Regenbogen. Der Regenbogen weist auf Wunscherfüllung. Es ist immer ein Symbol, dass sich Wünsche erfüllen können. Und hier haben wir im Grunde genommen die Überschrift: Hinter den Wolken leuchtet ein Regenbogen. Das heißt, alles, was dir jetzt vielleicht so ein bisschen undurchsichtig noch vorkommt, wo du unsicher bist, vertraue darauf, dass am Ende eigentlich alles in deinem Sinne sich entwickeln wird. Und das Büchlein sagt, die Karte weist auf das Ende einer Phase und auf den Beginn von etwas Freudigem und finanziell Lohnenden hin. Achten Sie auf die Zeichen des Wohlstands, der zu Ihnen kommt. Dann wird noch mehr folgen. Also auch das ist wieder eine Unterstützung zu der ersten Aussage. Das heißt, wenn du deinen Weg gehst und darauf vertraust, dann brauchst du gar nicht viel machen. Dann hast du die Hilfe aus dem Universum. Du musst dich nur schützen und reinigen, deine Energien reinigen und dich schützen. Darum geht es hier für dich, für das Element Erde im Monat Juli. Und wir haben hier die Ausgangskarte der positiven Veränderungen und diese sind noch unterstrichen mit Freude, mit Einladungen, mit Geschenken. Also hier kommt auf das Element Erde, auf viele des Elements Erde, eine fantastische Zeit auf euch zu. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall in eine Wahnsinnsveränderung gehen, die auch durch den Regenbogen dargestellt durchaus sich auf finanzielle Dinge beziehen kann. Das heißt, vielleicht solltet ihr mal wagen, den einen oder anderen Lottoschein auszufüllen, denn wir haben hier auch die Nachrichten. Nachrichten, die im Grunde genommen auf diese positiven Veränderungen hinweisen, die euch vielleicht Einladungen schicken. Es werden Gespräche stattfinden über diese positiven Veränderungen. Und unmittelbar betrifft euch als Fragesteller diese Legung. Das heißt, man hat ja oft in den Legungen dargestellt, dass es nicht nur um ein Selbst, sondern um einen herum geht, dass es durch ein Gegenüber, um ein Gegenüber geht, etc. Hier ist diese Legung nur für euch als Fragesteller bestimmt. Die 29 weist immer auf den Fragesteller in allgemeinen Legungen hin. Das heißt, auch wenn hier ein Mann zuschaut, ist es immer für den Fragesteller bestimmt. Es wird hier Hilfe nötig sein aus der Öffentlichkeit, beziehungsweise die Hilfe wird euch zuteil. Das kann natürlich durchaus auch mit diesen materiellen Dingen zusammenhängen, dass ihr da Unterstützung bekommt. Ihr werdet Hindernisse und Blockaden, die euren Weg bis dato begleitet haben, problemlos aus dem Weg räumen. Ihr seid in einer Wahnsinnszeit, wo ihr euch nicht, wie wir hier durch die Biene erkannt haben, nicht groß ins Zeug legen müsst. Es wartet förmlich auf euch. Kummer und Sorgen haben ein Ende. Die Mäuse knabbern es hier symbolisch weg. Es lauert eine wunderbare Zeit auf euch und für viele von euch
kann es sich auch um den Partnerschaftsbereich drehen, dass es da eine Phase bei dem einen oder anderen gab, wo man mit Unsicherheit in die Zukunft geschaut hat, wo sich jetzt aber Wege und Möglichkeiten zeigen, wie man seinen Weg weitergeht. Entweder mit dem Gegenüber oder aber das Schicksal entscheidet, dass du eine andere Richtung wählen sollst. Hier haben wir das Karma-Kreuz. Das heißt, das Schicksal lenkt. Das sind die Dinge, wo hier auch die Biene darauf hingewiesen hat. Du musst nicht viel tun. Es wird gelenkt. Es wird gelenkt vom Schicksal, vom Universum. Und das Ganze hat sich jetzt bereits in Gang gesetzt. Es ist eine Zeit, wo auch der eine oder andere mit finanzieller und oder emotionaler Fülle rechnen kann. Da kommen finanzielle positive Dinge in Gang. Ihr bekommt Nachrichten über Finanzen. Auch die unterstützen euch bei diesen positiven Veränderungen. Und es wird auch mit Sicherheit zu Anspannungen führen. Ihr entscheidet euch für einen Weg, der vielleicht bei vielen mit Misstrauen beäugt wird. Wie man ja auch hier sieht, dass es alles nicht einfach ist und trotzdem wartet auf euch so viel Positives, dass man sagen kann, vertraut drauf, dass die Sorgen weggeknabbert werden, dass das Schicksal es lenkt. Denn ihr beginnt ja mit positiven Veränderungen, mit Geschenken, mit Einladungen. Also eigentlich kommt so viel Positives, wartet so viel Positives auf euch, sodass man sagen kann, ihr kommt jetzt ja wie in eine Gesundung, als man streift eine alte Haut ab. Wir haben hier die Schlange. Die Schlange ist nicht immer was Negatives. Wir wissen, die Schlange ist auch ein Symbol der Medizin. Und in dieser Kartenlegung stellt es sich für mich so dar, ihr streift eine alte Haut ab, symbolisch. Das heißt, ihr verändert euch und verändert eure Lebensrichtung, euren Weg, eure Zukunft. Und das Ganze ist unterstützt vom Schicksal und ihr habt die Kraft und die Stärke, das alles wirklich gut in Gang zu bringen. Ihr habt die Unterstützung des Universums, ihr werdet gelenkt und ihr habt wunderbare Aussichten zu wissen, dass da so viel Positives auf euch wartet. Und im Grunde genommen, am Unterdeck finden wir noch den Hund. Ihr habt loyale, treue Freunde, die euch bei all dem Gesagten unterstützen und euch wirklich hilfreich zur Seite stehen. Und wir schauen mal, was uns jetzt hier das Engeltarot noch mit auf den Weg gibt. Da haben wir die Karte, die Welt. Sehr, sehr passend. Die Welt dreht sich. Das Ganze ist hier noch unterstrichen durch den Erzengel Michael. Das heißt, eine gelungene Arbeit, Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit, der Weg zur Erleuchtung. Das heißt, es dreht sich die Welt in eine Richtung, die euch in diese positiven Veränderungen bringt, die euch unterstützt, auch mit emotionaler, finanzieller Fülle und die euch in die Wunscherfüllung, in die Wünsche bringt, in die Erfüllung der Wünsche bringt, die euch schon ganz, ganz lange begleiten. Und jetzt arbeitet das Schicksal in eurem Sinne. Und wir schauen die Unterseite des Decks. Da haben wir das Ass der Luft. Brillante neue Ideen und Inspirationen. Die Wahrheit einer Situation sehen.
Ein schwieriger Anfang. Sicherlich, genau darauf weist auch dieses Blatt hin. Ihr geht einen Weg, der nicht, wie wir hier gesehen haben, im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen, der nicht von jedem gut geheißen wird, der nicht von jedem akzeptiert wird. Aber denkt nur in dem Moment an euch. Bleibt ehrgeizig, euren Weg zu verfolgen. Lasst euch nicht daran hindern, denn ihr könnt es auch nicht groß verhindern. Das Schicksal wird euch in diese Richtung lenken und euch zeigen, dass das der richtige Weg ist. Ich wünsche euch einen fantastischen Monat Juli und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Alles Liebe für euch. Bis dann.